malst du gerne Kreise. Ich liebe es, Kreise zu malen. Ich mache nichts lieber als das. Das Ranger sagen, Ranger hat mich nicht so abgeholt. Habe ich aber auch in UVP noch hier. Okay. Bin jetzt hier nicht zum Pomane. Wofür 15 Jahre sind jetzt gezockt. Okay, das war's. Option. Texttempo schnell. Fenster. Und die haben ja die Standard. Oh, die 10 sieht cool aus. Auch ein bisschen knallig. Sag jetzt schon Ripper an deinen Touchscreen. Ich spiel's zum Glück auf meinem Special DS. Ich glaube, ich nehme den hier. Ich finde den eigentlich echt hübsch. Let's go! Dein Drang, Menschen in Not zu helfen. Du hast die Voraussetzung, ein Pomeranger zu werden. Deine Motivation, ein Pokémon-Ranger zu werden. Wie du in Harmonie mit den Pokémon lebst und um die Natur besorgt bist. Wie du selbstlos denjenigen hilfst, die in Not sind. Weil du, wie du deinen Körper gestellt hast, um ein Pokémon-Ranger zu werden. All diese beeindruckenden Punkte kann man aus den 7 Briefen herauslesen, die du mir geschickt hast. Ich würde dich gerne kennenlernen. Ich möchte mich selbst davon überzeugen, dass du das Zeug zum Pokémon-Ranger hast. Ich erwarte dich am nächsten Sonntag in Herbstnau. Anbei eine Fahrkarte für die Fähre und eine offizielle Pokémon-Ranger-Uniform. Trage sie und warte auf mich im Hafen. Wenn du diese Uniform trägst, werde ich keine Probleme haben, dich zu finden. Ich freue mich auf unser Treffen. Grüße, Spencer. Anführer der Regenstadt-Ranger. Ja, Amira. Ich habe gehört, das soll relativ easy sein. Ja, wird schon. Schauen wir mal, was wird. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Bitte tippe auf deine Wahl. Welcher ist mein Frontscreen? Bottom first, ist es richtig? Wir werden sehen. Also, das Mädel ist Plusle, ja? Ich will einfach nur Plusle haben. Mir egal, ob ich Male oder Female bin, ich will nur Plusle. Papa, beeil dich. Wir sind in Herbstnau. Herbstnau. Langsam, kein Grund, so aufgeregt zu sein. Herbstnau rennt uns schon nicht davon. Spiele ich alles mit dem Touchscreen? Uwu? Ich kann nicht laufen. Ach ja, ich habe ja einen Controller. Ah. Oh. Die blaue See. Die tosenden weißen Wellen. Und mein blau-weißes Hemd. An einem Tag wie diesem macht mir nichts mehr Spaß als der Trip auf meinem Lapras. Oho. Ahoi, Pokémon Ranger, hast du die Fahrt genossen? Unter uns, ich bin zwei Matrose, aber das hat mich nicht davon abgehalten, etwas seekrank zu werden. Ich sehe vielleicht wie ein richtiger Seemann aus, aber ich bin immer noch dabei zu lernen. Oh, du bist auch noch grün hinter den Ohren? Dann sieh mal eine an. Da mal für Glück. Auf das aus uns etwas wird. Bok, 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 bok. Du da. Ja, du. Grünschnabel. Du bist nicht zum ersten Mal hier, oder? Weil ich das weiß, du weißt, wie man sich mit Hilfe vom Touchpad und Touchscreen bewegt. Ich bin wirklich zum ersten Mal hier. Das ist mein erstes Mal Pokémon Ranger, ja. Weißt du, dass man auch das Steuerkreuz verwenden kann? Ich persönlich bevorzuge ja den Touchpad. Du weißt schon, die Touch Generations. Aber das ist nur meine Wahl. Die Leute können ja machen, was sie wollen.
True, Blaine. Relax, du schläft. Scheint, als könnte nichts und niemand es aufhängen. Na gut. Der Shop hier sieht cool aus. Die Russe mit den feurigen Augen. Wir sind zusammen mit der Fähre gekommen. Weißt du allein? Du siehst nicht wie ein Tourist aus. Dein Outfit ist sehr ausgefallen. Maraki, dankeschön für den Raid. Sehr, sehr, sehr appreciated, dankeschön. Hello, guys. Was geht? Ich bin gerade Pokémon Ranger. Das erste Mal blind für mich. Ich habe absolut keine Ahnung von Pokémon Ranger. Ich weiß nur, dass man den Pokémon fangen muss. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, euch geht es sehr, sehr gut. Hallo, Leute. Entschuldigung, aber bist du einer dieser Pokémon Ranger? Kannst du mir diese Sache mal zeigen? Du weißt schon, mit den Kreisdingern? Oh, das kannst du nicht, noch nicht? Schade, kann man nichts machen. Jaui. Ich reise mit meiner Frau. Ich frage mich, wie viele Jahre schon. Ich mich nicht. Ich bin einfach 8 Meter groß. Wir kommen in Herbstenau. Herbstenau ist die größte Stadt in der Region Fiore. Das bekannte Wahrzeichen der Stadt ist der Uhrturm der Wonne. Gibt es weitere Fragen? Ich stehe dir jederzeit gerne zur Verfügung. Das war gerade mein Arbeits-Ich und jetzt lernst du das normale Ich kennen. Also, was hat es mit diesem Outfit auf sich? Du bist nicht wirklich ein Ranger, oder? Es ist ziemlich offensichtlich, dass du die Uniform zum ersten Mal trägst. Hallo? Bis jetzt. Oh, hallo. Hallo, Ranger. Da versteckt sich etwas hinter dieser Kiste. Es ist nicht für den GBA, es ist für den DS. Wenn es dein Rettern ist, falle ich in Ohnmacht. Was habt ihr schon jetzt gestreamt? Lange eklige Dinger machen mir Angst. Beeilung, berühre die Kiste, damit wir sehen, was sich da versteckt. Blusele! Oh wow, es war ein Plusle, das sich da versteckt hat. Juju. Risha, dankeschön für dein Primary Sub. Das ist sehr appreciated, dankeschön. Danke, 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 dankeschön. Weiterhin in der Abo-Falle. Yippie, danke für 46 Monate. Kuss, Kuss, Kuss. Hat damals den zweiten Tag gespielt gehabt, Finsternis über Avia oder so. Ich habe halt wirklich gar keinen Plan. Hallo, wartest du auf jemanden? Wenn du etwas Zeit hast, unterhalte dich ruhig etwas mit den Leuten. Kein Grund, schüchtern zu sein. Geh einfach auf die Leute zu und berühre sie mit dem Touchpen. Dies funktioniert übrigens auch mit den Gegenständen. Einfach mit dem Touchpen berühren. Ah ja, vergiss nicht bei Gelegenheit die Tourismuszentrale zu besuchen. Was kann ich denn noch so berühren? Kann ich alles von überall berühren? Lord Insane! Was geht, was geht? Das ist ja übercool. Crank, cranker Shit. Hallo, entschuldige, dass ich dich warten ließ. Du hast die Briefe geschrieben, richtig? Das ist die Uniform, die ich dir geschickt habe. Ein bisschen groß, nicht wahr? Nun, kein großes Problem, oder? Ich bin Spencer, der Anführer der Pokémon Ranger von Ringstadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ich habe deine Briefe mit großem Interesse gelesen. Ich konnte mich wieder daran erinnern, wie es war, als ich selber darauf brannte, ein Pokémon Ranger zu werden. Vielen Dank dafür. Hallo Sarah. Lass mich dir den Weg zu unserer Ranger-Basis zeigen. Wie der Name schon sagt, ist die Ranger-Basis ein Zentrum für die Aktivitäten unserer Ranger. Die Fior-Region hat 4 Städte, Herbstenau, Ringstadt, Sommerling und Frostberg. In jeder dieser 4 Städte gibt es eine Ranger-Basis. Und wie du schon erfahren hast, bin ich der Anführer der Ranger-Basis von Ringstadt. Ringstadt liegt ein Stück weiter westlich und... Hast du den Schrei gehört? Es kam von da drüben. Dies sieht nicht gut aus. Dieses Hundemon scheint in einem äußerst aufgeregten Zustand zu sein. Das Plusle
Muss das Sonnemon verärgert haben. Wahrscheinlich nur ein harmloser Streich, der nicht gut ankam. Ich weiß, das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich. Aber ich brauche deine Hilfe, um dieses Pokémon zu beruhigen. Ich gebe diesen Fangkomm in deine Obhut. Der Fangkomm ist ein Gerät, mit dem ein Ranger ein Pokémon seine Emotionen vermitteln und es so beruhigen kann. Normalerweise dürfen nur bestätigte Ranger einen Fangkomm besitzen. Warum macht er das nicht selber? Und verwenden. Aber dies ist eine Ausnahme. Fang bitte das Plusle. Ich fange jetzt... okay. Ich fange in der Zwischenzeit das Hundemon. Hier, nimm. Super, du hast einen Fangkomm bekommen. Ein Traum wird wahr. Es ist nicht großartig, dass du einen Fangkomm bekommen hast. Leider hast du keine Ahnung, wie man ihn verwendet. Ich fange jetzt zuerst dieses Hundemon. Ja, ja, Froggy. Ich erkläre dir, wie ein Fangversuch vor sich geht. Deine volle Aufmerksamkeit bitte. Berühre zuerst den Touchscreen mit deinem Touchpen. Führe den Touchscreen nun über den Touchscreen oder ohne ihn anzuheben, so kannst du eine Linie ziehen. Ziehe nun mit dieser Linie, auch Fanglinie genannt, einen Kreis um das Pokémon. Es spielt übrigens keine Rolle, an welcher Stelle der Kreis sich schließt. Nachdem ein Kreis geschlossen wurde, erscheint eine blaue Zahl über dem Pokémon. Je mehr Kreise du so ziehst, desto mehr verringert sich der Wert der blauen Zahl. Okay, was für kleine Kreise macht der? Hallo? Ziehe so lange Kreise, bis die blaue Zahl verschwindet. Sei allerdings vorsichtig. Hebst du den Touchpen zu früh an, misslingt dein Vorhaben. Okay. Da gibt es noch etwas, das du wissen solltest. Berührt deine Fanglinie ein Pokémon? Dann wird die Fanglinie unterbrochen und verschwindet. Es kann auch vorkommen, dass dein Pokémon die Fanglinie attackiert. Wird die Fanglinie von einer Attacke eines Pokémon beschädigt, verliert dein Fangkomm eine gewisse Menge seiner Energie. Wenn dein Fangkomm all seine Energie verloren hat, kannst du deine Arbeit als Ranger nicht mehr ausüben. Um es noch etwas direkter zu sagen, Game Over. Mit all diesem Hintergrundwissen müssen wir nun eigentlich in der Lage sein, dieses Hundemon zu fangen. Ziehe Kreise, um dein Ziel ohne den Touchpen dabei abzuheben. Jeder volle Kreis reduziert die blaue Zahl über deinem Ziel um 1. Ziehe so lange Kreise, bis die blaue Zahl verschwindet. Warte, bis die blaue Zahl durch eine orange ersetzt wird. Sobald du die orange Zahl siehst, ist dies das Zeichen, den Touchpen abzuheben. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, ich werde ihn also noch einmal wiederholen. Sobald du die orange Zahl siehst, hebe den Touchpen so schnell wie möglich an. Okay, das war ein erfolgreicher Fangversuch. Jetzt bist du an der Reihe. Junge, er könnte jetzt Plusle fangen. Du musst dich zuerst dem Plusle annähern. Ach, ist gedrückt. Zu früh losgelassen, oder? Ah, okay. Ich check. Ah, ich muss ja erstmal reinkommen. Gute Arbeit. Du hast die Aufgabe sehr gut gelöst. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es dein allererster Fangversuch war. Das war schon ziemlich aufregend. Eine Aufregung, mit der ich jedenfalls nicht gerechnet habe. Ich kann mich jedoch glücklich schätzen. So hatte ich die Möglichkeit, dein Potenzial aus nächster Nähe zu sehen. Definitiv perfekte Kreise. Das denke ich doch auch. So wie es scheint, hat sich Hundemon beruhigt. Okay, Hundemon, zieh deiner Wege. Was ich soeben getan habe, nennt man ein Pokémon freilassen. Freilassen bedeutet buchstäblich Pokémon in ihren ursprünglichen Lebensraum zurückzukehren lassen. Hallo. Ranger können Pokémon nicht mit sich nehmen. Es sei denn, es gibt dafür triftige Gründe. Sieht so aus, als ob dieses Plusle dich mag. Leider bedeutet das nicht, dass du es behalten darfst. Rangern ist es nicht gestattet, Pokémon aus ihrem natürlichen Lebensraum zu reißen. Lass das Plusle bitte frei. Ciao. Oha, das hätte ich fast vergessen. Ich verleihe dir hiermit dieses Zertifikat, das dich als offiziellen Pokémon Ranger ausweist. Normalerweise müsstest du einen regulären Test absolvieren. Nur wenn
diesen Test besteht, bekommt das Zertifikat, aber vergessen wir den Test. Als du mit einer realen Situation konfrontiert wurdest, hast du deine Fähigkeiten gezeigt. Es gibt also keinen Grund, dir dieses Zertifikat vorzuenthalten. Lies dir den Text gut durch und unterzeichne dann bitte hier. Ich glaube tatsächlich, das ist, wir haben gerade eine Waschmaschine verkauft oder so. Ich leiste hiermit einen Eid, den Hilfesuchenden überall zur Hilfe zu eilen und die Natur nach Kräften in meiner Rolle als Pokémon Ranger mit Herz und Verstand zu schützen. Ach so, jetzt schreibe ich da meinen Namen, ne? Ja, ist eine einfache Sache, ne? Wenn wir weiblich sind, gibt's nur einen Namen, Chat. Na klar, Ruffy. Dein Name ist Tina? Ja, ich bin's, die Tina. Das ist mein weiblicher Char-Name. Ist Tina noch zu haben? Tina ist tatsächlich noch zu haben. Gratulation, Tina. Du bist jetzt ein echter Pokémon Ranger. Tina Turner. Die bin ich ja. Allerdings musst du dir auch bewusst sein, dass du ein noch komplett unerfahrener Ranger bist. Timona. Wie Tina wie eine Göttin behandelt. Fühl ich. Du musst also in erster Linie Erfahrungen sammeln. Und dabei wollen wir keine Zeit verlieren. Unsere erste Aufgabe ist es, auf schnellstem Wege nach Ringstadt zu fliegen. Hier entlang bitte. Okay. Einfach in den Rhein. Entschuldige, dass ich dich so lange habe warten lassen, Ibitak. Hinauf in die Lüfte. Stark, Frucki, stark. Dieses Plus ist uns bis hierher gefolgt. Vielleicht ist es nur aufgeschreckt, da es sich in einem fremden Umfeld befindet. Wahrscheinlich kommt es schon bald aus freien Stücken wieder zurück. Wir sollten es dann in seinem ursprünglichen Lebensraum zurückbringen. Willkommen zurück, Spencer. Oh, hallo. Du bist also der Ranger mit dem großen Potenzial. Ich bin Lunas. Lunas. Wild. Plusle. Haben sie die Chars rum abgekattet. Freut mich, dich kennenzulernen. Wie heißt du denn? Ganz genau, wir haben heute Zuwachs bekommen. Dies ist Tina. Tina? Tina. Okay, Name gespeichert. Willkommen bei den Rangern. Wir werden von nun an zusammenarbeiten. Lass uns unser Bestes geben. Oh, und das... Das hier ist mein Partner-Pokémon, Minun. Yes, Reverse. Sag Hallo zu Tina. Okay, nachdem ihr euch nun einander vorgestellt habt, können wir ja endlich reingehen. Dieses Gebäude ist die Ranger-Basis von Ringstadt. Komm, lass uns hineingehen. Ja, ja, weiblicher Tio und männliche Lu. Oh ja, oh ja. Ich habe schon gehört, dass du kommen würdest. Da ist der Briefschreiber richtig. Ja, ich durfte sie auch lesen. Ich muss schon sagen, du weißt, wie man sich ausdrückt. Oh ja, mein Name ist Moritz. Aber du kannst mich auch Moritz nennen, okay? Da stimmt irgendwas nicht. Ich bin jetzt seit 3 Jahren ein Ranger. Mein Ranger-Rang hat sich allerdings seit damals nicht wirklich verbessert. Diese Ranger-Rang-Sache ist ganz schön hart. Oh ja, oh ja. Dies ist mein Partner-Pokémon, Flegmon. Es ist schneller als ich. Schön, dich kennenzulernen. Okay, können wir uns bitte alle hier für ein paar Minuten versammeln? Dies ist die Basis der Ringstadt-Ranger. Tina, du bist mit dem heutigen Tag ein Ranger dieser Basis. Um ein voll anerkanntes Mitglied zu werden, bedarf es allerdings noch einiger Zeit. Es gibt noch so viel, dass du lernen musst. Bist du dir sicher, dass du bereit bist? Okay,
Der Glanz in deinen Augen ist Antwort genug. Von deinem Rang mal abgesehen, scheinst du im Geiste bereits ein richtiger Ranger zu sein. Süß. Moritz. Hilfe, es gibt Ärger, eine Krise, Hilfe, Hilfe. Spencer, hör mir bitte zu. Mein heißgeliebtes Pokémon ist in den Fliederwald entlaufen. Schnell, fangt es bitte wieder ein. Dies hört sich nach einer maßgeschneiderten Mission für Tina an. Begib dich in den Fliederwald und rette Bernhards heißgeliebtes Pokémon. Das ist deine erste Mission. Keine Angst vor Fehlern, gib einfach dein Bestes. Immer hübsch langsam mit den jungen Pferden. Keine Angst vor Fehlern? Spencer, du machst wohl Witze. Fehler sind nicht gut. Man sollte sich vor dem Versagen fürchten. Bist du dir sicher, dass es eine gute Idee ist, dieser jungen Dame die Verantwortung für diese Mission zu übertragen? Haha, mach dir nicht so viele Sorgen. Der Fliederwald beginnt direkt hinter Ringstadt. Ich gehe schon mal vor und wir treffen uns dann dort. Da brat mir doch einer einen Storch. Ich hatte gehofft, dass sich Spencer selbst darum kümmern würde. Schau sich nur einer diesen Ranger-Anfänger an. So ein unvertrauenswürdiges Gesicht. Bernhard, so ein Arsch. Alia. Tina, nimm es ihm nicht übel. Bernhard sagt manchmal hässliche Dinge. Aber er meint es nicht so. Das ist jetzt auch gar nicht wichtig. Ich gebe dir ein paar grundsätzliche Tipps zum Umgang mit deinem Fangkommen. Dein Fangkommen kann nämlich noch mehr als Pokémon zu fangen und zu beruhigen. Tina, dein Fangkommen, er ist nicht eingeschaltet. Schau mal, du nimmst dieses Teil so. So öffnest du das Menü. Berühre einfach was? Im linken oberen Teil deines Touchscreens. Ein Kreis von Symbolen erscheint nun. Versuch es einmal. Damn. Nein, überall rote Dinger. Ich muss sie wegmachen, Chat, das triggert mich. Small. Lies doch niemand. Niemand. Aha. Oh, Junge. Haha. Das liest doch niemand. Oh, Pluto. Okay, gut. Dein Fangkommen ist ein sehr nützliches Werkzeug. Es kann dir deine derzeitige Position anzeigen und gibt dir Informationen über Pokémon. Siehst du, diese Information erscheint auf deinem Topscreen. Du kannst von hier aus auch deinen Spielstand schnell speichern, falls du mal eine kleine Pause brauchst. Hallo Tina, sehr erfreut dich kennenzulernen. Meine Aufgabe besteht unter anderem darin, deinen Fangkommen aufzuladen, sobald er Energie benötigt. Übrigens, wenn du deine Ranger-Aktivitäten speichern möchtest, dann tippe bitte die Speichereinheit an. Ja. Mach mal. Oh, weiß ich, gibt's Shinies in Ranger? Ach ja, ich hätte da gar nicht hinlaufen müssen, ne? Diese ist Ringstadt, aber die ganzen Regionen mit den Städten, Bergen, dem Meer und was sonst noch so dazu gehört, nennt man Fiore. Wusstest du das? Echt, du weißt das? In der Fiore-Region leben auch ganz viele verschiedene Pokémon. Das wusstest du wirklich alles? Muss ich mit den allen reden? So, also. Moritz probiert noch den Riss. Ich hoffe doch auch. Ina, warte. Moritz. Tina, bist du ein bisschen aufgeregt von deiner ersten Mission? Keine Angst. Das wird Spaß machen. Ich glaube, ich komme mit. Okay. Keine Angst vor Fehlern. Anfängermission.
Ja, Sarah. Bereit mit deiner Rekrutenmission zu beginnen? Ziel dieser Mission ist es, Bernards Pokémon zu retten, das in den Fliederwald entlaufen ist. Sobald du es gefunden und gefangen hast, bring es bitte schnellstmöglich zu Bernard zurück. Ich glaube nicht, dass du bei dieser Mission wirklich Schwierigkeiten haben wirst. Bernard, kannst du uns verraten, um was für ein Pokémon es hier handelt? Klar, es ist Giratina. Es ist mein, du weißt schon, es liegt mir auf der Zunge ein, ich bin so bestürzt. Mir fällt einfach nicht mehr ein, wie man es nennt. Es ist kraftvoll und gleichzeitig elegant. Seine Bewegungen sind geschmeidig, aber es kann auch manchmal tölpelhaft sein. Wirken. Ihr wisst schon, was ich damit sagen will, es ist ein Pokémon, genau das ist es. Na klar, Elfan, Plusler. Ich schau mal, Sarah, wenn es dazu kommt, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Das war jetzt nur bedingt hilfreich. Also Tina, weißt du, um welche Art von Pokémon es sich handelt? Ich komme einfach mit. Solltest du etwas nicht verstehen, kannst du mich direkt an Ort und Stelle fragen. Ich glaube, du kümmerst dich besser nicht zu sehr um Bernhards Beschreibung. Moin Meister. Jo, wie schnell ist der denn? Okay, da muss ich erstmal reinkommen. Holy shit. Yeah. TikToks, yeah. Lunas und Tina, ja. Guter Fang. Es war offensichtlich, dass das Pokémon auf deine freundliche Emotion eingehen würde. Was bringt es jetzt? Soll ich den jetzt freilassen? Oder war das das Mon? Das ist Hydro-Opi! Ne, will ich auch gar nicht fangen. Yo! Stehen geblieben. Junge, bald ganze Gang. Zu kämpfen oder was? Hm? Oh, Ranger, ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Und der Funkom in deinem Gürtel sieht auch noch so neu und sauber aus. Fangversuch los, das ist so cool. Meine Instinkte sagen mir, dass dies die falsche Richtung ist. Mein Brian, was geht? Was geht, was geht, was geht, was geht? Das ist erste Ranger. Das von dir gefangene Pokémon ist nicht mein. Das ist ein wildes Pokémon. Meins ist viel zarter und dann doch wieder viel schroffer. Ist mir egal, wie du es anstellst, aber bring mir mein Schätzchen zurück. Ich vermisse es so sehr. Was ist los, Chat? Ihr würdet so schwer haben im Late Game. Chat, ihr dürft jetzt nicht vergessen, okay? Obviously spiele ich gerade Ranger zum ersten Mal, okay? Ich habe gar keinen Plan, was ich da noch... Ich muss erst mal ein bisschen... Aslario, guna, guna, guna. Ich muss da erstmal reinkommen, so. Ich habe doch... ich habe das... Ihr habt das halt alles schon mal gespielt. Ihr habt schon Strategien und so weiter. Ich habe es noch nie gespielt. Ich will erstmal reinkommen. Ich muss erst noch ein bisschen chillen. Losgelassen gehabt. Verdammt. Was ist hier unten? Stärke. Oha! Na gut. Hab gar nichts gecheckt. Ah,
Ah, ist geflohen. Achso. Nicht schlecht, Tina. Dies Rabini ist Bernhards entlaufenes Pokémon. Es tut mir leid. Ich wusste die ganze Zeit, um welches Pokémon es sich handelt. Ich wollte sehen, wie du mit der Situation umgehst. Ob du den Antrieb und die Beharrlichkeit hast, das Problem zu lösen. Obwohl du nur so spärliche Informationen hattest. Ich kann nur sagen, du hast mich überzeugt. Nun gut, lass uns das Pokémon zurück zu Bernhard bringen. Was mit den anderen Homies? Die gehören mir jetzt auch, oder wie? Habe ich jetzt den Livio benutzt? Der ist tot. Oh, oh, oh. Mein geliebtes Schwalbini. Pihoyo! Wer hätte das gedacht? Hut ab, Ranger. Ist jetzt Salat. Das zeigt mal wieder, dass Spencer ein erstklassiger Talentspieler ist. Es tut mir leid, dass ich dir all diese unfreundlichen Dinge an den Kopf geworfen habe. Vielen, vielen lieben Dank. Dreckig benutzt. Du hast es geschafft. Glückwunsch. Möchtest du wissen, wie meine Rekrutenmission aussah? Nö. Ich musste auch nach Bernhard Schwalbini suchen, aber juckt mich nicht. Gratulation, du hast deine Rekrutenmission bestanden. Du bist nun ein offiziell anerkanntes Mitglied der Pokémon Ranger. Guck mal, ich eben auch schon. Anführer, wir brauchen Hilfe. Einige Bäume stehen in Flammen. Was? Wie konnte das denn passieren? Tina, bereite dich darauf vor, ein Feuer zu löschen. Okay. Die wird chillt also nebendran. Boing. In einer Situation wie dieser müssen wir das Ziel beseitigen. Hindernisse beseitigen ist ein Prozess, der ein Problem beheben kann, indem man sich die Fähigkeit gefangener Pokémon zunutze macht. Ich erkläre es dir anhand dieser Bäume. Berühre zuerst das Ziel, in diesem Fall ein brennender Baum, um es zu analysieren. Sobald du ein Hindernis berührst, werden wichtige Informationen auf dem Topscreen angezeigt. An der Stelle, an der benötigte Fähigkeit steht, sollte ein Wassersymbol zu sehen sein. Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Pokestärke Wasser benötigt wird. In anderen Worten, man benötigt Wasser, um das Feuer zu löschen. Ja, damit nur gerechnet. Und damit auch unser Problem zu lösen. In unserem Fall brauchen wir also ein Pokémon mit dem gleichen Symbol wie das Wassersymbol, um das Hindernis zu beseitigen. Ich werde mich darum kümmern, ein Pokémon mit der geeigneten Wasserfähigkeit zu finden. Spencer fängt Pokémon in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Schau, er ist schon wieder zurück. Dieses Hydropie ist ein Pokémon, das Wasser kontrollieren kann. Um sicher zu gehen, berühre das Hydropie mit dem Touchpad und stelle sicher, dass das Wassersymbol erscheint. Okay, wir haben gerade sichergestellt, dass die Fähigkeit des Hydropie die geeignete ist. Was bedeutet das also, wenn das Pokémon und das Hindernis die gleichen Symbole haben? Das bedeutet, dass dieses Pokémon das Hindernis beseitigen kann. Das ist so den Dancefloor, ja, zu der Musik, ne? Okay, passt jetzt genau auf. Ich werde jetzt demonstrieren, wie man das Feuer löscht, indem man die Fähigkeit des Hydropie verwendet. Falls inzwischen abgebrannt. Ist ehrlich so, ne? Er macht halbe Vortrag. Halbe Wald schon niedergebrannt. For real. Ist einfach ehrlich so. Hä, warum, Lukas? Halbe Bibel, ganzer S. Berühre zuerst das Pokémon. Ich muss gar nichts machen. Danach ziehst du eine Linie von diesem Pokémon zu deinem Ziel. Ich mache die ganze Zeit nichts. Topi, um Hilfe bitten? Nein. Wenn das Pokémon und das Ziel verbunden wurde, leuchten Dings auf. Ich mach nichts gerade. Einfach wieder alle Blätter dran. Vielen Dank, Hydropie. Siehst du, so beseitigt man ein Hindernis. Tina, jetzt bist du an der Reihe. Lösche das Feuer auf dem anderen Baum. Meines. Oh, ich hätte es nicht nochmal machen dürfen, ne? Jetzt chillen sie mal, Hydropie. Beruhigen sie sich. Cool.
Blätter wieder normal. Das war buchstäblich eine Feuerprobe, aber du hast die Herausforderung bestanden. Ja. Vielen Dank, Pokémon Ranger. Ich wollte etwas sagen, aber ich konnte nicht. Es ist mein Fehler, dass die Bäume Feuer gefangen haben. Ich habe Ranger gespielt und wollte ein Pokémon fangen. Dabei habe ich es wohl aufgeschreckt und es hat Feuer gespuckt. Und dann brannten die Bäume und es tut mir so leid. Ich werde versuchen, mehr über die Emotionen der Pokémon zu lernen und vor allem ihre Gefühle zu respektieren. Es tut mir wirklich sehr leid. Gut gesprochen, kleiner Mann. Man braucht Mumu, um so etwas zu sagen. Aber vergiss deine Worte niemals. Es ist Zeit, zur Ranger-Basis zurückzukehren. Fang das Kind in den Kerker mit ihm. Oh, Zigzags hin. Du hast während deiner Rekrutenmission sehr beeindruckende Arbeit geleistet. Um ehrlich zu sein, ich hatte nicht erwartet, dass du dich so gut schlagen würdest. Mach weiter so. Lunas, Tina, ich möchte, dass ihr beide bis zur nächsten Mission in Ringstadt auf Patrouille geht. Wenn etwas Wichtiges passiert, lasst ihr es mich sofort wissen. Verstanden? Zigzags. Alles klar. Missionen sind nicht der einzige Teil im Leben eines Rangers. In der Stadt zu patrouillieren, ist nur eine der wichtigen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Also los, mal sehen, was die Bewohner so zu erzählen haben. Juckt mich eigentlich gar nicht, was die so erzählen. Gibt einfach keinen Speed-Knopf. Erstmal schlafen. Ein kleiner Ratschlag von einem erfahrenen Ranger. Verliert dein Fangkomm seine ganze Energie, so kannst du keine Fangversuche mehr unternehmen. Oder anders formuliert, du kannst deinen Beruf als Ranger nicht mehr ausüben. Um diese äußerst unangenehme Situation zu vermeiden, solltest du regelmäßig deine Informationen speichern. Ich hoffe, dass du dich an meine Worte erinnerst, wenn du während deiner Mission eine Speichereinheit siehst. Ranger Recruit, ich habe eine Frage an dich. Was würdest du tun, wenn dein Fangkomm während eines Fangversuchs kurz davor steht, keine Energie mehr zu haben? Die richtige Antwort sollte Flucht lauten. Sich nach genauer Untersuchung der Situation zur Flucht zu entscheiden, kann eine durchaus kluge Entscheidung sein. Solltest du dich zur Flucht entscheiden, ziehe einen Kreis um das Pokémon-Symbol und berühre dann das Fluchtsymbol. Hallo. Dragoran Ranger. Hallo Tina, interessiert dich der Dragoran-Bus? Dragoran mag nichts lieber, als mit uns Ranger zu fliegen. Genieße die Aussicht und im Nu bist du in einer anderen Ranger-Basis. Allerdings etwas zu früh für dich, um einen Flug mit Dragoran zu unternehmen. Sobald unser Ranger-Anführer dich für würdig erachtet, kannst du mit dem Dragoran-Bus reisen. Beeile dich und werde ein guter Ranger. Du weißt schon, die Sorte, die das Recht zum Flug erworben hat. Dieses Ivitak ist das Partner-Pokémon unseres Anführers. Mein Job ist es, darauf zu achten, dass es diesem Pokémon immer gut geht. So der Typ, der so Kaffee holt. Imagine, dein Partner-Pokémon ist Ivitak. Ja. Scheiße, wieso kann ich nicht mit Minun reden? Was soll denn das? Hast du das gehört? Das war der Schrei eines Pokémon. Ich glaube, es kam von dort. Warte, so warte doch. Warte, mein Schwabini. Beruhige dich doch. Bitte, mein heißgeliebtes Schwabini. Das Schwabini ist doch hinter diesem Plusle her. Warte, das ist doch Bernhards Schwabini. Wir müssen dieses Plusle retten. Wir müssen Bernhard Schwabini fangen und es beruhigen. Schwabida. Tina, schau doch. Schau dir dieses Plusle an.
Bernard Schwabini ist in einem Schockzustand. Es kann sich nicht bewegen. Tina, das ist deine Chance. Fang Bernard Schwabini und beruhige es. Du hast es geschafft, Tina. Wenn das mal nicht Tina ist, du hast mein Schwabini schon wieder gefangen. Dafür gebührt dir mein Dank. Bernard, verrätst du mir etwas? Wieso war dein Schwabini hinter diesem Klusel her? Für mich stellt sich das so dar. Ich war so glücklich, als mein Schwabini wieder bei mir war. Also habe ich mein Pokémon gestreichelt und ihm jedwede Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube, dieses Plusel hier wurde aufgrund der ganzen Aufmerksamkeit für mein Schwabini etwas eifersüchtig. Also fing es an, mein Schwabini auf die Nerven zu gehen. Mein Schwabini hat es eine Weile lang ignoriert, aber das Plusel war so unnachgiebig, dass mein Darling doch böse wurde. Ich verstehe. Plusel, du solltest dich bei Bernard Schwabini entschuldigen. Plu. Dieses Plusel, vielleicht ist es einfach nur einsam. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Darling, Schwabini, lass uns diesem Plusel vergeben und dann nach Hause gehen, okay? Piu. Piu. Bernard hat es ja schon gesagt, vielleicht fühlt sich das Plusle einfach nur einsam. Schau nur, wie sehr es sich schon an dich gewöhnt hat, Tina. Ich glaube, es möchte umsorgt werden. Tina und Plusle fühlen sich auf emotionaler Ebene verbunden. Die Daten von Plusle wurden im Verzeichnis registriert. Tina, es macht den Eindruck, als würdest du dieses Puppen bereits kennen. Stimmt doch, oder? Ist das so? Du hast es schon einmal in Herbstnau gesehen? Plusel heißen würde, sollte ich auch einsam sein. Die morgen nicht mehr. Piu, wieso schaust du aus, wenn du Scheiße lachst? Piu, jetzt Plusel ist schon am Timer. Nö, so nicht. Es hat einen Zusammenschluss mit einem Hundemon und dann hat es sich an dein Bein geklammert und ist auf diesem Weg mit dir nach Ringstadt gereist, Tina. Scheint, als hättet ihr zwei da in sehr kurzer Zeit eine Menge erlebt. Da fällt mir etwas ein. Tina, du hast noch gar keinen Partner-Pokémon, oder? Ich glaube, dieses Plusel wäre das perfekte Partner-Pokémon für dich, Tina. Ich habe da ein gutes Gefühl. Plusel ist nun dein Partner-Pokémon. Das wäre also geklärt. Du kannst dich glücklich schätzen. Plusel, von jetzt an sind Tina und du Partner. Lass uns die Patrouille fortsetzen. Plusel, du bist jetzt ein Teil des Teams. So ein Arschpartner. Ich feier Plusel ja ultra hart. Ist diese Uniform nicht eine Spur zu groß für dich? Naja, vielleicht auch nicht. Was sagen die das die ganze Zeit? Lanus zum Beispiel. Aber ist ja auch ein Oberopfer. Bis Moritz oder was? Viel Spaß weiterhin. Schau mal Leute an. Was für ein niedliches Pärchen. Oder bahnt sich da erst etwas an? Vielleicht seid ihr auch nur zwei Ranger auf Patrouille. Ahaha, das wusste ich doch. Ich habe euch nur ein bisschen aufgezogen. Komm ja gleich rum. Mein Lieblings-Pokémon, vielleicht kannst du es ja raten. Pikachu, weil es so süß und liebenswert ist. Okay, ey, vielleicht kannst du es ja raten. Es ist Pikachu! Das Klima in Ringstadt gibt einem immer das Gefühl, dass es Frühling ist. Krasse Bedenkzeit und Tipps. Danke dafür. Ein sehr angenehmes Klima. Man kann hier gut leben. Manchmal macht es mich aber auch ein bisschen schläfrig. Jo. Mein Lieblings-Pokémon ist Pikachu, weil ich eine einzigartige Schneeflocke bin. Mein Lieblings-Pokémon ist übrigens Pikachu. Vielleicht kannst du ja raten, was mein Lieblings-Pokémon ist. Ich wünschte, ich hätte einen Partner-Pokémon, wie du eines hast. Es muss sehr viel Spaß machen, es auf Spaziergänge in den Fliederwald oder zu anderen Plätzen mitzunehmen. Das ist mega scheiße. Was steht da? Das ist eine Merle-Puppe. Ich dachte, es wäre eine Ocarina.
Du bist auf einem Spaziergang mit deinem Partner-Pokémon, oder? Das einzige Pokémon, das du in andere Städte mitnehmen kannst, ist dein Partner-Pokémon. Es ist möglich, dass gefangene Pokémon dich auf deinen Wegen begleiten. Es ist dir allerdings nicht gestattet, wilde Pokémon aus ihrem natürlichen Umfeld zu reißen. Denn nur so kann das sensible Gleichgewicht der Natur aufrechterhalten werden. Das Ganze sieht schon wieder anders aus, wenn es sich um einen Ausnahmeranger handelt. Die Erfahrung eines solchen Rangers hilft deinem Pokémon, wenn es sich in einer fremden Umgebung befindet. Junge, spielt Ranger und alles andere nicht in einer Welt? Wissen die eigentlich, was da draußen abgeht? Es tut mir leid, dass mein Vater so viel für so viel Aufruhr... Alles klar, Richard, schlaf gut! Es tut mir leid, dass mein Vater so viel Aufruhr verursacht hat. Keiner hat ein Problem damit, dass er seinen Pokémon so liebt, aber manchmal übertreibt er einfach eine Spur. Er bedrängt Schwalbini so sehr, dass diesem gar keine andere Wahl bleibt, als davon zu laufen. Tina, richtig? Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Kannst du bitte, wenn du Plusle sagst, noch näher ans Mikro gehen? Ob hier, ob. Plusle. Dankeschön, Sarah. Sehr, sehr appreciated. Dankeschön. Warum ist das Game so verpixelt? Hab nie Scarlet Violet gesehen, aber sind die neuen Spiele nicht 3D? Das ist Pokémon Ranger, aber nicht Scarlet Violet. Hab nur mal die neueste Pokémon-Kategorie drin. Yes. Ups. Naja, mit dem haben wir schon wild. Ja, Mike, dankeschön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Und Merp, dankeschön für den Follow. Sehr appreciate, dankeschön. Wer ist das rote Pokémon nochmal da? Achso, Plusle. Willkommen zu einem Plusle-tastischen Stream. Was geht? Ich habe ja einen nice Stream. Mein Lieblings-Pokémon. Achso, ja, das haben wir ja schon. Ja, schon. Ich hoffe, seine Philiospa sind. Was, Ben? Gehe von hier aus Richtung Norden und du gelangst zum Fliederwald. Gehst du hingegen nach Osten, erreichst du die Ebene von Kisara. Achso, okay, hier. Hey. Spring auf das Dodo und sei bei der Prüfung dabei. Entschuldige, das war etwas vorschnell. Wir haben die Vorbereitung noch gar nicht abgeschlossen. Aber du kommst doch wieder, oder? Achso. Scheiße, Ben. Wo willst du denn hin? Wir sollten in Ringstadt Das habe ich nicht mit eingeredet. Danke. Chef, danke für den Follow. Wir turnieren in der ganzen Stadt. Wir können sogar von Haus zu Haus gehen. Okay, jetzt bin ich am Überlegen. Hier haben wir alles gemacht. Achso, gut. Melde mich von der Patrouille zurück, Spencer. Willkommen zurück, ihr beiden. Wessen Plusle ist das denn? Ist das nicht das gleiche Plusle, das uns am Bein von Tina hängen von Herbstnau hierher begleitet hat? Ja, es ist genau dieses Pokémon. Wir haben es auf unserer Patrouille gefunden. Die Vorsprung ist so strange. Wir wissen, dass dieses Plusle manchmal nicht einfach ist. Es hat schon den einen oder anderen Ärger verursacht. Es scheint allerdings nicht vergessen zu haben, wie Tina es gerettet hat. Spencer, ich erkläre besser. Du brauchst es eigentlich gar nicht zu erklären, Lunas. Es ist offensichtlich. Tina hat dieses Plusle als Partner-Pokémon ausgewählt, richtig? Das sieht man sofort. Sie wirken jetzt schon wie ein gutes Team. Vielleicht sollte ich noch einmal ein paar Dinge zum Thema Partner-Pokémon erwähnen. Jeder Ranger darf genau ein Pokémon als Partner auswählen. Ich weiß, Chat, das ist ein bisschen alt, aber wie könnt ihr Pokémon Ranger, also ihr alle feiert der Pokémon Ranger abnormal, abgrundtief, und ich will euch das gar nicht malerisch reden, ich gönne euch das zu 100%, aber dieses Intro, ich dachte,
Gen 7 hat ein langes Intro, aber dieses Intro geht jetzt schon seit gefühlt 100 Stunden. Ich habe das Gefühl, es ist auch noch lang nicht vorbei. Ach du heilige Scheiße. Dieses Partner-Pokémon muss auf einer emotionalen Ebene mit dem Ranger verbunden sein. Partner-Pokémon dienen nicht nur dazu niedlich auszusehen, sie sind ein Teil des Teams und sollten ihrem Ranger helfen. War geil damals. Also ich sag jetzt schon, weil wir Kinder waren und nicht gelesen haben. Achso, na gut. Ich habe dein Plusle, wächst in die Rolle eines guten Partner-Pokémon. Das ist doch wirklich gottlos. Ich werde dir jetzt etwas zu der Spezialfähigkeit deines Plusles erzählen. Sollst ja auch keinen Kreise zu machen. Das ist wirklich. Und ich danke dir, Paolo. Warte bis Pokémon Ranger 2. Du sollst ja auch lernen. Du sollst ja auch lernen, Kreise zu machen. Jetzt check ich's. Mein Minun ist deinem Plusle sehr ähnlich. Ich kenne mich mit dieser Art Pokémon also ganz gut aus. Wenn du die Fähigkeit eines Partner-Pokémon einsetzen möchtest, benötigst du das Pokémon dazu etwas. Es ist aber auch so viel Text, holy shit. Geil, Schlag, ich hoffe, ich kann ihn freilassen danach. Dein Partner-Pokémon benötigt Partnerenergie. Dies kannst du sammeln, indem du während der Fangversuche Kreise um Pokémon ziehst. Das ist Partnerenergie. Nach jedem Kreis während eines Fangversuchs. Das ist so viel zu lesen, wirklich halbe Bibel, ohne Witz. Während eines Fangversuchs füllt sich die Energieleiste deines Partners ein bisschen auf. Ich werde jetzt einige Kreise um mein Pokémon ziehen. Schau, wie sich die Partnerleiste langsam füllt. Mach ich genauso gut. Siehst du, die Partnerleiste füllt sich auf. Es ist immer von Vorteil, möglichst viel Energie in der Partnerleiste zu haben. Ich hab's einfach geskippt, das ist mir einfach zu viel. Hast du bemerkt, dass sich der Bildschirm verändert hat? Hier wählst du das Pokémon, Partner oder gefangenes Pokémon, dessen Fähigkeit du verwenden möchtest. Berühre auf dem Touchscreen ein Pokémon. Ich mag nicht mehr. Kann ich skippen? Hab's nicht mal gelesen, ich hab nicht mal angedrückt, ich geh einfach weiter. Hast du dich für ein Pokémon entschieden? Dann gehört bitte Pokestärke. Dein Plusle wird nun seine Fähigkeit einsetzen, um dir bei deinem Fang, das habe ich doch schon gemacht. Ich denke, du hast verstanden, wie du die Fähigkeit deines Partner-Pokémon einsetzt. Ich höre euch das gar nicht malig reden und ich will gar nicht, dass ihr jetzt denkt so, oh, Timo redet mein Lieblingsspiel so schlecht und so. Timo, du musst dich schon drauf einlassen. Timo, du musst ihm auch eine Chance geben. Verstehe ich schon vollkommen und ich bin auch immer noch hyped. Dieses Intro ist so gottlos. Das ist schon insane. Oder soll ich zur Sicherheit noch einmal klären? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, alles gut. Ein Partner-Pokémon bei sich zu haben, gibt mir eine gewisse Sicherheit und stärkt zudem meine Zuversicht. Wenn es keine neue Mission gibt, dürfen wir dann erneut auf Patrouille. Ich will nicht weiterlesen. Mal sehen, im Moment sieht es nicht so aus, als hätte ich eine Mission für euch. Okay, Lunas, begib dich auf eine Einzelpatrouille in den Fliederwald. Alles klar. Seit du in Regenstadt angekommen bist, fühle ich eine ganz neue Motivation in mir. Ich werde wieder viel härter an mir arbeiten. Jetzt, da ich weiß, dass ein hoffnungsvoller Ranger hier arbeitet. Junge Auge auf Moritz. Ich hätte mich fast schon wieder im Fliederwald verlaufen und keine Orientierung mehr. Aber das ist jetzt nicht nächster Charakter. Es geht weiter. Spencer. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, es ging dir in der Zwischenzeit gut. Und wen haben wir hier? Dieser junge Ranger. Ist die Kutenhoffnung, von der du mir so viel erzählt hast. Es freut mich, sie wiederzusehen, Professor Hastings. Professor Langs Intro. Sie liegen richtig. Dies ist unsere neue Rekrutenhoffnung, Tina. Hat PMD nicht mehr Text?
Weiß ich nicht. Ich glaube, also ja, ich check, was du meinst, OBM. Das große Problem ist, Gunamaya Schlafgut, das große Problem ist, bei Mystery Dungeon ist es ein bisschen weiter aufgeteilt. Selbst in Mystery Dungeon, es geht mir einzig und allein gerade ums Intro. Ich kann mir vorstellen, dass Ranger später im All in All wahrscheinlich weniger Text hat als Mystery Dungeon. Aber das Intro gerade. Ich habe das Gefühl, das Intro geht schon seit mindestens eine Stunde. Ja. Ah, hallo Tina, ich bin Professor Hastings. Freue mich, dich kennenzulernen. Wir müssen ja nicht zu formal sein, oder? Du darfst mich also ruhig Professor nennen. Das ist sein Vorname. Übrigens, Professor, ich wollte mit Ihnen über den neuen Funcom reden, den Sie bei uns gelassen haben. Sie nannten ihn Super Funcom, richtig? Er macht seinem Namen Ehre und ist tatsächlich herausragend. Eines bereitet mir allerdings Sorgen. Was ist, wenn einer dieser Funcoms in die Hände von Bösewichtern geraten würden? Du machst dir ganz umsonst Sorgen, Spencer. Nur die Anführer der vier Ranger-Basen wissen von diesem Super Funcom. Oh, das war vielleicht etwas laut. Naja, dieser Funcom ist sowieso nur ein Prototyp. Ich hoffe, Moritz wird später der andere Bösewicht sein. Moritz wird später böse und klaut ihn. Ich habe das Spiel noch nie gespielt oder irgendwas dazu gesehen, aber es wirkt eben wie ein sehr eigenes Pokémon-Spiel. Gerade für jüngere Spieler, die andere Mechaniken gewohnt sind. Das war ein langes Tutorial, wahrscheinlich schon wichtig. Frage ist halt, wer liest. Ich check 100%. Aber ist auch schon echt viel so dabei. Übrigens, Spencer, das bleibt unter uns. Aber ich hatte eine ganze Reihe neuer Ideen. Darunter war eine Idee, mit deren Hilfe ich den Super Funcom noch einmal verbessern kann. Ich konnte es gar nicht erwarten, dir von dieser Idee zu erzählen, deswegen bin ich sofort nach Ringstadt gekommen. Also, diese brillante Idee... ja, Professor, können Sie eine Sekunde warten? Hör mal, Tina, kannst du mir schnell einen Gefallen tun? Geh nach oben und sieh nach Ibizak, wie es... Geh nach oben und sieh nach, wie es meinem Ibizak geht. Ibizak ist... Ja, okay, ich sag dir Moritz, der wird später böse. Der wird später böse. Oh, du fragst nach diesem Ibizak. Es ruht sich aus. Es ist sicher noch erschöpft, nachdem es dich, den Anführer nach Ringstadt, geflogen hat. Das braucht dich aber nicht zu beunruhigen. Es ist zäh und im Nullkomma nichts wieder topfit. Ich höre, wie die Haare von den Typen da unten abgeschnitten sind. Ja, ja. Ich frage es, ob ein Kind heutzutage so viel lesen würde. Denke ja nicht hundertprozentig nicht mehr Text. Zwei ausgewachsene Männer kann es allerdings nicht gleichzeitig tragen. Könnte gut sein, dass ich den Professor nach Herbstnau begleiten muss. Schneidet bei mir schon den ganzen Tag, Maurice, so die ganze Nacht und immer. Aha. Wie geht es denn meinem Ibizak? Ich verstehe. Okay, danke. Also gut, Tina, ich habe eine neue Mission für dich. Professor Hastings wird nach Herbstnau zurückkehren. Dein Job wird es sein, den Professor zu begleiten und dafür zu sorgen, dass er unbeschadet dort ankommt. Das, Tina, ist deine erste offizielle Mission. Du musst durch den Fliederwald gehen und dann Richtung Korka-Tunnel. Nachdem den Tunnel erst einmal passiert, ist Herbstnau nur noch ein paar Stunden entfernt. Es ist gut, dich dabei zu haben, Tina. Mein Wohlergehen liegt nun in deinen Händen. Auch alle so. Ey, ich gönn dir das, Maurice, wirklich. Ich gönn dir das. Ich gönn dir das rein da. Warum haben die aber auch alle so Textboxen? Können ich einfach sagen, so, yo, was geht? Fertig? Es gibt übrigens keinen Grund, mich wie ein Tallergreis zu behandeln. Du musst dich nicht um mich sorgen. Lass uns losmarschieren. Fancy?
versuche gerade ein bisschen Strategien zu testen, Chat. Chillt mal jetzt hier. Ich will versuchen, wie ich das so schnell wie möglich schaffe. Checkt ihr? Das hätte ich ja fast vergessen. Spencer bat mich, dir etwas zu erklären, Tina. Ist einfach eine Maus, aber auch, oder? Ich habe halt gar keinen Unterschied. Also, ich habe keinen Vergleich. Das Thema der Vorlesung, Pokestärken. Lass mich an diesem von dir gefangen. Eine Pokestärke beschreibt den Vorgang, bei welchem du eine Fähigkeit als Pokémon einsetzt, um anderen Pokémon mit Hilfe dieser Fähigkeit zu fangen. Ich werde es nun demonstrieren, also schau genau zu. Werden wir jetzt Fahrversuch sein. Wurde mir das nicht eben gerade erklärt? Das wurde mir doch Real Rap gerade eben erklärt, oder nicht? Ich denke, ja, es geht. Ja, das ist entspannt. Ja, das denke ich doch aber auch. Das ist der erste. Ich lese es nicht mehr wirklich. Also jetzt ist auch irgendwann mal fahren. Wo kann ich mich aufheilen? Achso, gar nicht. Schade. Nö, will auch eigentlich geschwächt sein. Okay. Na gut, warum soll ich den jetzt ausmachen? Wollen die von mir? Und wie kann ich mich jetzt heilen? Bitte Intro nochmal neu. Pokémon, die einen heilen können. Damn. Guten Tag, schlaf gut. Bla, yeah. Die Energie erhöht sich um 2. Oh, ich werde geheilt. Banger.
eigentlich mit Zickzacks los? Ah, das ist ein Hydropi. Ist erschienen genau zum richtigen Zeitpunkt. Lass mich dir erklären, wie man die Pokestärke Wasser verwendet. Sie ist einzigartig. Ich weiß das schon. Das wurde mir schon. Achso, der erklärte mir jetzt jede Fee. Alles lesen. Wer soll das alles lesen? Kannst du selber lesen? Nein, ich wiederholen. Stopp. Ich hoffe, du spammst einfach A und dann musst du den ganzen Shit nochmal machen. Ganze Teamwald. Moinsen. So groß, ich bekomme ihn nicht aus dem Weg. Habe ich gleich doch. Können wir noch schnell einen Feuermann. Ich weiß, als ich das Game gespielt habe und ich gecheckt habe, dass der Touchscreen von meinem DS am Arsch ist. Und ich dachte, ich bin zu dumm dafür. Scheiße. Ja, werde ich schon irgendwann reinkommen. Wird schon passen. So, Team. Die Musik ist aber nice. Ups. Stopp. 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 Packe mal die Booty ab. Da kann man nicht dran vorbeilaufen, ne. Ist nicht möglich. Entschuldige, aber der Zugang zum Gebiet jenseits dieser Brücke ist nicht gestattet. Der Wald ist an manchen Stellen sehr dicht und selbst die Einheimischen verlaufen sich in dieser Gegend. Juckt. Ich hab schon genug Hydropi. Oh, Pichu. Ach so, lol. Wie lang ist denn hier Dings? Lass mal schauen. How long to beat? Pokémon Ranger. Wie lange brauchen wir für Pokémon Ranger 1? Ne, 11 Stunden geht es nur. Lol, ist ja übelst kurze Game. Ist ja wild. Ist einfach wirklich 8 Stunden Tutorial und 3 Stunden Story. Ist ja schon fertig einfach. Hälfte davon ist Tutorial. Hallo, befindest du dich auf einer Mission? Hat dein Fang kommt nur noch sehr wenig Energie, so fang ein Pichu, das soll das Problem sein. Ah, ich glaube doch mit einem Magnetilo oder Pikachu soll Pokémon. Solche Pokémon können die Energie, das Fang kommt wieder aufladen. Okay, ich check. Kommt auf Skill an, ja, ist halt bei How Long to Beat ist eigentlich meistens so der Durchschnitt, oder? Ich glaube, das geht leider nicht. Pichu kann man auf jeden Fall nie genug haben. Wie viele Pokémon kann ich eigentlich mitnehmen? So viel, wie ich will.
Oh. Gut. Ist dann erklärt. Der Mittelbaum. Dieser Baum steht auf halber Strecke zwischen Ringstadt und Herbstenau. Warum sind wir da mit dem Ibitak geflogen? Ich kann ja eh einen Mon nutzen. Ah, okay, das kann man auch mit Kampf machen, okay. Ich check. Ja. Ich denke mir, dass es wahrscheinlich Clefancer sein wird. Na, meint. Hä, Pokestärke Pflanze? Was ist denn das hier, die Fähigkeit? Perfekt. Kann ja niemand die Ability hier. Oder konzentrieren wir das? Nee. Die wir kann es auch nicht. Geht eigentlich mit Zickzacks. Ein Baumstamm versperrt mir den Weg. Kannst du mir helfen, Ranger? Ein Baumstamm versperrt unseren Weg. Der Baumstamm wird nicht so einfach brennen wie der Heuballen zuvor. Flammlis Fähigkeit ist nicht stark genug. Welche Möglichkeit haben wir, Timo? Tina, sorry. Doppelfeuer. Ach du Scheiße. Oha! Ja, auf einmal, ja. Damn! Echt gar nicht so einfach. Ah, hier rechts steht, was meine Dings haben. Aber wieso kann ich nicht 7 Mons in meiner Party haben? Wieso nur 5? Kann man später mehr haben? Kommt später, okay. Tag 12, Ding Dong. Stopp. Krakatunnel, Ringstadt, Herbstenau. Oh. Muss man auch mal austesten, ne? Was da so geht. Warte, ich habe kein Peach mehr. Wie flüchte ich nochmal? Und den halt. Weiß ich nicht mehr. Ja, auch nicht. Juckt. Fahren wir den halt und. Gar kein Challenge. Thank you.
Haben wir hier noch ein Peach irgendwo? Scheint nicht so. Naja, egal. Jetzt ist es nicht mehr weit. Vielleicht war die Mission ein bisschen zu einfach für dich. Wir sollten trotzdem keine Zeit verlieren. Angedenken an Digtri, treuer Gefährter und Mitarbeiter in diesem langen und schweren Tunnelbauprojekt. Was ist Bernhard? Nee. Früher konnte man hier das ein oder andere Digtri sehen. Heutzutage findet man sie zumindest noch tief im Tunnel. Liegt wohl daran, dass hier immer mehr Menschen unterwegs sind. Ich mag die Overworld-Grafik auch. Ich habe immer noch nicht dieses Slash-Pokémon. Ah, ein sehr seltener Anblick, ein Digtri. Das Digtri ist bei meinem Anblick sofort geflohen. Nicht sehr nett von diesem Digtri. Oh. Moin, Paras. Hallo, Tina, kannst du mich hören? Das war ganz schön knapp, aber keine Sorge, ich bin unverletzt. Allerdings müsstest du mich hier abholen. In der Nähe sollte sich ein weiterer Durchgang befinden, der dich hierher bringt. Ich werde mit Ungeduld auf dich warten. Mit Ungeduld auf dich warten. Der hat Slash. Komm her, Paras. Warte, aber bevor wir da weitermachen. Was hier? Nun, willst du mich nicht fragen, ob ich schon etwas gefangen habe? Die Leute fragen immer nur, wenn ich so gut wie nichts gefangen habe. Plop, plop, plop. Gut. Länger. Wird später meine Linie länger? Ups, was in den Gebüschen ist. Scheiße, ich will flüchten. Warte, ich will hier nicht mit Speed spielen. Oh, das kommt wieder zurück. Jeder fragt, wo ist Poma, aber niemand fragt, wie ist Poma. Ach, hier ist er auch gesperrt! Ach du Scheiße. Verarmt. Wieder duftet. Kräftig, deftig, wird sich gut. Warte, heilen die Dinger mich hier wieder auf, die Speicherstation? Der heilt mich aber auf, ne? Moin, Vani! Danke für den Raid! Hallo, Leute! Du bist sehr schnell! Der Stream war nice.
jetzt nicht so in sich. War nur fast tot. Alles entspannt. Tschö. Das Stream ja das Ende nicht. Was war am Ende los? Quapsel. Damn. Fuck. Ob's Quapsel so krass? Schade, Utopie. Oh. Shit. Das ist kein Quapsel. Wasser 1, na gut. Ich habe mir nochmal Slash, aber ich bin fast tot. Ich glaube, wir chillen erstmal. Okay, es war jetzt ja kein wilder Weg. Oh. Also den Challenge Mode von Pikmin 2 und 6 hätte gespielt und naja, die letzte Challenge war 8 Sub-Level plus Final Boss. Wir sind innerhalb der ersten 2 Minuten und kamen 70% an meinem Pikmin gestorben. Und dann habe ich die letzten Pikmin, bis ich auf einem unten war, auch verloren. Und dann dein Raid gestartet. Ach du Scheiße. Damn. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Hahaha, hallo Opa. Mi wenn bunter. Der hochgeschätzte Prof Hastings, Chef der Technikabteilung der Ranger-Vereinigung, wie ich annehme. Wir sind die Fremden in der Nacht. Kein Ranger, der über uns lacht. Wir sind die Power-Rock-Bande. Power-Rock-Bande. Nimm es uns nicht übel, Opa. Aber wir müssen jetzt das Paket da abnehmen. 4, wenn du... Outro. Was macht ihr da? Aufhören, sofort. Hehehe, vielen Dank für Ihre Kooperation. Ein Superfang kommt für uns. Vielen Dank, der Herr. Leider haben wir keine Zeit mehr für ein Schwätzchen. Adios, Opi. Wir schauen halt auch einfach nur zu. Oh, Tina, wir haben ein Problem. Mein Superfang kommt. Das Ergebnis meiner Forschung wurde von ein paar Rabauken gestohlen, die sich die Power Rock Bande nannten. Wäre ich nur 20 Jahre jünger, ich hätte denen eine Lektion erteilt. Los, wir müssen sie verfolgen. Wir können erstmal die Beheilung, Opa. Oh, ihr leichtgläubigen Trottel, ihr dachtet tatsächlich, der Steinschlag zuvor wäre ein natürlicher Vorgang gewesen. Hahaha, ihr seid lang uns hier unten verschüttet. Hehe, ich bin der Böse. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke. Seid ihr bereit? Klick. Jo. Wie soll ich sagen, ist das... Haben wir die Sache in den Sand gesetzt? Spitzenleistung. Und wie wir das in den Sand gesetzt haben, wie sollen wir sie denn jetzt bremsen, du Depp? Bist du noch ganz dicht? Selber, Depp. Du hast doch die Falle gebaut. Ich habe nur den Knopf gedrückt. Es war nicht mein Fehler, dass die Steine an die falsche Stelle gepurzelt sind. Und die Dialoge sind ehrlich echt. Dazu ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal aus dem Staub machen. Moin, Psy-Guy, was geht? Dich brauche ich. Du bist wichtig. Ich habe nicht genug Energie. Okay, wichtig. Das Pokémon Ranger, ja. War sehr geil, Psy-Guy. Michi hat gewonnen, ich bin Zweiter geworden. Ich habe gegen Michi in Swiss Rounds gewonnen, aber im Grand Final hat er mich dann besiegt. Aber es war sehr cool.
Zwei schräge Vögel. Ja, die rannten, als wäre die ganze Ranger-Vereinigung hinter ihnen her. Aus irgendeinem Grund haben sie trotzdem dämlich vor sich hingeglotzt. Ich habe auch noch nie Gameplay hierzu gesehen. Das ist auch für mich mein erstes Mal. Gab es denn für die Osper-Team? Nö, zum Glück nicht. Alles klar. Könnt ihr. Fürs Ranger-Mechanik bis jetzt? Ist okay. Ganz witzig. Wieso geht's raus? Diese zwei Typen haben es irgendwie verärgert. Tina, hat ein Fangkomm noch genügend Energie? Verwende eine Pokestärke, so wie ich es dir zuvor erklärt habe, um das Rizeros zu fangen. Setze mir ein Gefühl ein, Tina, damit sich dir das Rizeros beruhigt. Doch, ich muss rein in Rizeros. Du machst es, Jungblut. Nein, oh mein Gott! Ah, der Level Up. Ach, Junge, let's go. Der Rizeros. Das Rizeros scheint nun ruhig genug zu sein. Du kannst es jetzt freilassen. Ich hab doch kein Rizeros. Ach, wir werden von jeder Menge Ärger heimgesucht. Diese Störung hat uns Zeit gekostet. Wir haben die Bösewichte komplett aus den Augen verloren. Lass uns nach Herbstnau gehen und dort über unsere Option nachdenken. Damit meine ich nicht die Spieleinstellung, sondern die Möglichkeiten, die uns bleiben. Es ist nicht die Zeit für schlechte Wortwitze, Tina. Wir müssen uns schleunigst auf den Weg machen. Halt Bashing auf aller Level. Hat funktioniert. Pokémon-Freunde können ihrem natürlichen Umfeld nicht entrissen werden. An dieser Stelle endet euer gemeinsamer Weg. Willst du deinen Pokémon-Freunde freilassen? Nein. Schade. Bye, Freunde. So, Chat. Aber für heute war es das erstmal mit Ranger. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich sag bisher, holt es mich auch noch nicht so ab. Ich bin gespannt. Ich will dem eine Chance geben. Wir machen morgen wahrscheinlich auch weiter.